Schönen guten Tag, euer Serge Menga. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Das, was zur Silvesternacht 2014, 2015 auf der Domplatte in Köln passiert ist, scheint sich jetzt 8 Jahre später zu wiederholen. Ja? Wem wundert's? Damals, wo ich und viele Migranten, ja, gesagt haben, Deutschland, passt auf, was da auf euch zukommt. Ihr werdet es nicht schaffen. Ja, das so hinzubekommen, wie ihr meint, dass diese Leute freiheitlich mit uns zusammenleben und wissen, was die Moralwerte hier in diesem Land sind und warum Deutschland so erfolgreich ist, werdet ihr nicht bei allen schaffen, es umzusetzen. Weil ihr den Fehler damals schon gemacht habt, nicht genau hinzuschauen, wen wir uns eigentlich ins Haus holen. Ich als Migrant, dunkelhäutig, ich darf es mir erlauben. Denn mir kann man ja Nazi-Deutschland oder irgendwelchen Rechtsextremismus oder Neonazismus nicht nachsagen, was meine Äußerungen angeht. Aber viele, viele, habe ich damals schon gesagt, werden es nicht verstehen. Und viele werden nicht in der Lage sein, sich hier zu migrieren, was die Integration angeht, überhaupt mitzukommen. Schaffen die nicht, weil sie einfach von woanders kommen und ihre Werte weit von dem entfernt sind, was sie uns vorstellen. Oh, da kommt jetzt wieder der Schwatte, der will uns wieder irgendwas erzählen, der ist irgendwie der Ausländer. Das haben wir die letzten Jahre regelmäßig gehört und deshalb schweigen die meisten von uns mittlerweile und denken, lass die Politik mal machen, weil der Bumerang wird kommen. Ich gebe euch einen guten Tipp, wenn ihr das Kind irgendwie noch gebogen kriegen möchtet, wenn ihr noch die Kurve kriegen möchtet, hört auf die Einsatzkräfte vor Ort, hört auf die Polizei. Die wissen, wo die Brennpunkte sind, die nennen auch diese ganzen Pappenheimer sogar mit Namen, auch mit Nationalität, was die Medien ja mittlerweile immer versuchen zu verschleiern. Schreiben da auf, wer welchen Pass hat und, wie viele von den Deutschen. Darum geht es doch gar nicht. Wir wissen alle, dass ein Großteil der Sachen, die dort passiert sind, Menschen sind mit Migrationshintergrund. Punkt. Ich darf es benennen. Was wollt ihr mir denn? Solange ihr nicht bereit seid, wahrheitsgetreu euren Job zu machen und auch gegenüber der Bevölkerung und denen zuzuhören, die alltäglich mit dieser Problematik zu tun haben, Einsatzkräfte, Rettungskräfte und, Sozialarbeiter. Hört doch hin, die wissen doch, was das Problem ist. Dann werdet ihr dieses Problem nicht gewuppt bekommen. Ich weiß, worüber ich rede. Ich habe zig Freunde um mich herum, Bekannte von jeglicher Nationalität, die, Entschuldigung, keine Corona, auch kein Influenza, einfach nur, ne, vielleicht eine kleine Grippe, die einfach wissen, wie wir es hier geschafft haben, die alle empört sind, ja, was momentan in Deutschland vonstatten geht. Stellt euch doch mal vor, was für ein Hass und was für eine Gewaltpotenzialbereitschaft man mit sich tragen muss, um Polizisten, Einsatzkräfte, Rettungswagen und stellt euch mal vor, wie schlimm das sein muss, wie viel Hass man haben muss, um einen kompletten Bus und irgendwelche Fahrzeuge, Entschuldigung, anzuzünden. Stellt euch mal diese Frage. Die Politik pennt weiterhin. Und andere dürfen es ausbaden. Ich bin gespannt, wie ihr das jetzt hinbekommt.